Die Person hier in dem Video nimmt eine weiße Rose, teilt unten den Stängel, dann tunkt die das in Lebensmittelfarbe und dann saugt das auf und dann sollen sich die Blätter in diese Lebensmittelfarben verändern, als ob das... Das probieren wir aus, Leute. Und wenn das klappt, habe ich das perfekte Weihnachtsgeschenk für meine Freunde. Steht das schon mal an deine Freunde? Dafür nehme ich mir hier ein kleines Röslein raus. Kein Witz, Leute. Ich habe mir jetzt einfach extra 3 Lebensmittelfarben im Internet dafür bestellt. Okay, das ist das, was wir brauchen. Ich habe jetzt mal hier unten die Rose so 3 geteilt. Einmal grün. Dann kommt hier gelb rein. Hier kommt... Blau rein. Und jetzt habe ich hier diese Rose und knall die hier unten rein. Das Ganze sieht hier so aus. Glaubt ihr, es klappt? Folgt jetzt rein und aktiviert die Glocke für das Ergebnis.